die deutsche Wehrmacht haben kapituliert. 1945. Vorbei ist der Krieg und vorbei die Hitlerzeit. Die Deutschen richten ihre Blicke nach vorn. Ein fleißiges Volk wird in harter Arbeit wieder zu neuer Wohlfahrt kommen. In Rekordzeit entsteht aus den Ruinen des Dritten Reichs im Westen eine Demokratie, blühend und voller Wohlstand. Die Deutschen haben ein Wunder vollbracht. Ich spüre es, so wahr mir Gott helfe. Dies ist die Geschichte, wie wir sie alle kennen, aber es gibt noch eine andere Geschichte. Dieser Film erzählt zum ersten Mal, wie amerikanische Experten das deutsche Wirtschaftswunder geplant und durchgesetzt haben. Es fehlte an Kapital und wir hatten Kapital, denn wir waren das Kapital der Welt. Für die Deutschen hieß Kapitalismus die Ausbeutung der Massen durch die Reichen. Die Amerikaner verfügen über modernste Methoden der Meinungsbeeinflussung. Sie setzen sie ein, um den Deutschen die Marktwirtschaft schmackhaft zu machen. Ein wichtiges Medium, der Film. Wenn sich die Massen durch Filme ansprechen lassen, dann ist das der Weg, wie man sie zu packen kriegt. The bombing of the industry. Die Bombardierung der Industrie und auch der Städte hatte sehr wenig Einfluss auf den Ausgang des Krieges. Bei Kriegsende war mehr als die Hälfte der deutschen Industrie weiterhin intakt und trotz der totalen Zerstörung der Städte war der Durchhaltewille der Bevölkerung ungebrochen. Mai 1945. Deutsche Städte liegen in Trümmern. Doch die Ruinen täuschen darüber hinweg, dass die Industrie erheblich weniger getroffen ist. Eine Stunde Null der deutschen Wirtschaft gibt es nicht. Optically. Es hatte den Anschein, die deutsche Industrie sei komplett zerstört. Man sah ja die kaputten Fabriken. Aber bei genauerer Betrachtung waren 60% der Industrie unzerstört und konnten direkt wieder in Betrieb genommen werden. Amerikanische Wirtschaftsexperten erkennen das gewaltige Potenzial, das in der deutschen Industrie schlummert. Die zerstörten Städte der Deutschen aber bereiten den Amerikanern große Sorgen. Es gibt eine politische wie auch eine wirtschaftliche Gefahr, wenn Länder am Boden liegen. Sie neigen zu Verzweiflungstaten. Und natürlich fallen sie als Absatzmarkt und Handelspartner aus. Auf der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 beschließen die USA mit den anderen Siegermächten des Weltkriegs, die deutsche Wirtschaft durch Demontagen entscheidend zu schwächen. Nie wieder soll Deutschlands Industrie zum Krieg rüsten können. Hinter den Kulissen aber drängen amerikanische Ökonomen darauf, Deutschland langfristig wieder zu einem Absatzmarkt auszubauen. 1946-47 war einer der schlimmsten Winter. Der Rhein fror zu und es gab viel Schnee. Die Menschen hatten nichts zum Heizen und nichts zu essen. Ein Wunder, dass so viele Menschen überlebten. Besonders für die Alten war es schlimm. Eine schreckliche Zeit. In ihrer Not gehen die Deutschen auf die Straße und protestieren gegen die Politik der Besatzungsmächte. Die Lautstärke, mit der die Demonstrationen abgewickelt wurden, das war mehr als nur Lautstärke, sondern das war zum Teil auch Verzweiflungsschreie. Die Deutschen machten die Alliierten verantwortlich für den Mangel an Nahrung und an Kohle. Sie dachten, sie wollten sie absichtlich verhungern lassen. Germans to death. Für das erste Halbjahr 1947 sieht der Einfuhrplan der USA-Behörden eine zusätzliche Belieferung mit 700.000 Tonnen Lebensmittel vor. Alle diese Lebensmittelimporte werden vorläufig aus den Geldern amerikanischer Steuerzahler bestritten. So how can you say, wie kann man uns vorwerfen, wir hätten die Deutschen absichtlich hungern lassen? Das stimmt nicht. Nur die wenigsten von uns wären dazu bereit gewesen. Nicht einmal die, die Deutsche hassten. Doch hinter der Lebensmittelhilfe für Deutschland steckt auch nüchternes politisches Kalkül der Vereinigten Staaten.
Den Amerikanern ging es im Wesentlichen darum, Europa gegen den Kommunismus zu immunisieren. Und das war ganz klar, dann musste man Europa die Wirtschaftskraft und die Arbeitsplätze erhalten. Denn verelendete Menschen, die können gar nicht anders wählen als kommunistisch. Wenn wir die Bevölkerung unserer Besatzungszone nicht hätten ernähren können, die Kommunisten dagegen schon, dann hätte ihnen das eine Menge Sympathie eingebracht. Um zu verhindern, dass man die Deutschen den Kommunisten in die Arme treibt, lässt die amerikanische Militärregierung einen Propagandafilm herstellen. Es ist die Zeit, in der es noch kein Fernsehen gibt. Die Massen erreicht man im Kino. Mit einfachen, eindringlichen Bildern soll der Film den Deutschen klarmachen, dass die Vereinigten Staaten keine Schuld am deutschen Hunger trifft. Nein, dies ist nicht Stuttgart. Dies ist Lodz. Lodz in Polen. Ist dies in einer Kleinstadt an der Ruhr? Nein, dies geschieht in Griechenland. Berlin? Nein, Paris. Die Stadt des Lichts. Und das ist nicht Hannover. Es ist die Welt. Und die Welt hat Hunger. Ist nur eine der Folgen des deutschen Krieges. Im Kriege kommen noch Kalorien um, genau wie Menschen. Und dieser Krieg war lang. Die Deutschen reagieren mit Wut und Ablehnung auf diesen Film. Nach zahlreichen Kinovorstellungen kommt es zu Protesten. Nur wenige Wochen später sehen sich die Amerikaner gezwungen, den Film aus dem Programm zu nehmen. Während die Vereinigten Staaten alles dafür tun, die deutsche Wirtschaft wiederzubeleben, betreiben die Sowjets in ihrer Zone eine völlig gegensätzliche Politik. Ostdeutsche Industrieanlagen werden im großen Stil demontiert und abtransportiert. Den Russen ging es schlicht um Schadensersatz. Wir hatten in Russland unglaublichen Schaden angerichtet und für den musste Ersatz geleistet werden. Im März 1947 reist US-Außenminister George Marshall nach Moskau. Er will Stalin für Amerikas Pläne gewinnen, Deutschlands Wirtschaft wieder aufzubauen. Dafür müsste Moskau auf einen Teil der vereinbarten deutschen Reparationszahlungen verzichten. Doch Stalin besteht auf den ihm von den USA bei Kriegsende zugesagten 20 Milliarden Dollar. Stalin fühlte sich um den Preis des Sieges betrogen. Nachdem er nun unglaubliche Opfer für den Sieg gebracht hat, erklärten die Amerikaner kühl, ja, so viel darf es denn doch nicht sein. Er fühlte sich betrogen. Und das führte dann ja auch geradewegs in den Kalten Krieg. Amerikas Wirtschaftsexperten erkennen die Gunst der Stunde. Der Bruch mit Stalin gibt ihnen die einmalige Chance, Westdeutschland ohne Rücksicht auf die Sowjets nach eigenen Vorstellungen zum Absatzmarkt auszubauen. Aber es gibt ein Problem. In Deutschland stößt Amerikas Kapitalismus auf massiven Widerstand. Dass eine rein kapitalistische Wirtschaft nicht funktionieren würde, das war eine Auffassung, die von ziemlich weit rechts bis ziemlich weit links ging. Der Antikapitalismus der Deutschen entwickelt sich für die Amerikaner zu einem akuten Problem. Bei einem Volksentscheid in Hessen stimmt ein Großteil der Bevölkerung für die Sozialisierung deutscher Schlüsselindustrien. In Hessen hat es ein Sozialisierungsgesetz gegeben, was sehr weitgehend war und nach meiner Ansicht auch getragen wurde, ungefähr von 80% der Wähler. Und das war ja doch eine Menge. Und da haben die Amerikaner plötzlich Angst gekriegt. Und dann haben sie einfach als Kontrollmacht eingegriffen, haben suspendiert diese Geschichte. Kurzerhand setzt Amerikas Militärgouverneur Clay das Gesetz zur Sozialisierung außer Kraft. Was wir machten, war nicht gerade demokratisch. Aber wir hatten unsere Gründe und haben sie auch nicht versteckt. Doch kaum haben die Amerikaner die Sozialisierung in Hessen erfolgreich bekämpft, erwächst ihnen ein neues Problem. Die Briten wollen in ihrer Besatzungszone die Ruhrindustrie verstaatlichen.
Um das zu verhindern, machen die Amerikaner der Regierung in London ein Angebot, das diese nicht ablehnen kann. Die Briten konnten sich kaum selbst ernähren und waren von uns abhängig. Sie hatten all ihr Geld im Krieg ausgegeben. Also konnten wir den Briten Daumenschrauben anlegen. Sie mussten tun, was wir wollten. Die Amerikaner übernehmen einen nicht unerheblichen Teil der Besatzungskosten der britisch besetzten Zone. Und nun ganz simpel gesagt, wer zahlt, der schafft an. Und aus dem Grunde ist die politische Position der Amerikaner durchsetzungsfähiger als die der Briten. In London sieht sich die Regierung gezwungen, ihre Sozialisierungspläne für das Ruhrgebiet aufzugeben. Die USA haben ihr Ziel erreicht. Sommer 1947. In Frankreich und Italien brechen kommunistische Unruhen aus. Washington fürchtet, der Kommunismus werde sich wie ein Flächenbrand über Europa ausbreiten. Am 5. Juni verkündet Außenminister George Marshall der Welt eine Nachricht, mit der Amerika dem Kommunismus in Europa den Kampf ansagt. Es ist die Geburtsstunde des Marshallplans. Whether we like it or not, we find ourselves, our nation, in a world position of vast responsibility. It is a program of construction, production and recovery. We can act for our own good by acting for the world's good. Hinter dem Marshallplan steckt die nüchterne Analyse amerikanischer Wirtschaftsexperten. Nur ein höherer Lebensstandard kann Europa dauerhaft gegen die Verlockungen des Kommunismus immunisieren. Deshalb muss Amerika bereit sein, die nach heutigen Zahlen unglaubliche Summe von mehr als 200 Milliarden Dollar in Europas Wirtschaft zu investieren. Es fehlte an Kapital und wir hatten Kapital, denn wir waren das Kapital der Welt. Von Anfang an bringen die Amerikaner enorme Summen auf, um den Marshallplan populär zu machen. Es wird die größte Propagandaoffensive ihrer Geschichte. Das ist die Ruhr. Das ist eine Kohlengrube. Und das bin ich. Name Hans Fischer. Alter 26. Beruf Optimist. Man sagt, ein Kumpel muss gleichzeitig Schornsteinfeger, Tunnelbuddler und verrückt sein. Deshalb werden sich vielleicht manche unter Ihnen wundern, warum wir das überhaupt machen. Sehen Sie sich zum Beispiel mal die Situation in meiner Grube an. Nicht genug Kohle, weil nicht genug Maschinen da sind. Nicht genug Maschinen, weil nicht genug Stahl da ist. Nicht genug Stahl, keine Produktion. Keine Produktion, keine Ausfuhr. Keine Ausfuhr, keine Einfuhr. Keine Einfuhr, keine Maschinen. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, bei nichts. Falls Sie es nicht wissen sollten, das nennt man im Allgemeinen einen toten Kreislauf. Etwas musste geschehen. Und etwas geschah in Washington, wo der Kongress der Vereinigten Staaten 5,5 Milliarden Dollar für die europäische Hilfe bewilligte. Filme waren für den Marshallplan wichtig. Kino war eine Form der Unterhaltung und die Deutschen sehnten sich nach Unterhaltung. Sie bekamen wirklich schlechte Filme zu sehen, aber sie applaudierten, denn es war besser als gar nichts. Der Marshallplan setzte alles daran, seine Botschaft durch Filme populär zu machen. Für mich bedeutet Amerikas Hilfe genug Kohle, um die Sachen herzustellen, die uns fehlen. Wir haben jetzt den Funken, einen 5,5 Milliarden Dollar starken Funken. Und der Motor bewegt sich. Ich bin gern ein Teil von all dem. Es ist groß und stark. Und es wird sich für Europa, für Deutschland, für mich bezahlt machen. Hans Fischer. Beruf: Mitarbeiter von Mr. Marshall. Der enorme Aufwand, mit dem die USA den Marshallplan bewerben, hat seinen Grund. Der Marshallplan ist nicht nur eine Investition in die Wirtschaft Europas, sondern vor allem auch in die der Vereinigten Staaten.
Die Vereinigten Staaten besaßen bei Kriegsende die Hälfte des weltweiten Reichtums. Man kann es mit einem Pokerspiel vergleichen. Wenn ein Spieler alle Chips hat und der andere gar keine, dann ist das Spiel zu Ende. Die Vereinigten Staaten konnten ohne Westeuropa wirtschaftlich nicht überleben. So let's be altruistically self-serving. Nennen wir es selbstlosen Eigennutz. And wir schaffen Profit, indem wir all das Geld nach Europa pumpen. Es wird doppelt so viel zurückfließen. 1948 treffen in Westdeutschland die ersten Lieferungen des Marshallplans ein. In der Bevölkerung ruft die amerikanische Hilfe höchst unterschiedliche Reaktionen hervor. Die einen sagten, es ist ein Almosen guter Amerikaner, wie die Care-Pakete. Die anderen sahen, die Amerikaner haben etwas damit vor, dürfen sie auch. Und die Dritten sagten, na, die wollen unsere Unabhängigkeit auf diese Weise uns abkaufen. Im Hauptquartier der Militärregierung überlegt man, wie das Misstrauen der Deutschen gegenüber dem Marshallplan entschärft werden kann. Man gibt Propagandafilme in Auftrag, die eine neue Tonlage anschlagen. Amerika soll sich nicht länger als großer Gönner aufspielen, sondern heiter und charmant auf die Hilfe durch den Marshallplan hinweisen. Es waren einmal zwei Handwerker, die wohnten nebeneinander in einer Straße. Ein Schuster und ein Hutmacher. Beide hatten lange keine Arbeit. Schließlich besserten sich die Zeiten und sie bereiteten sich vor, ihre Läden wieder aufzumachen. Unser Hutmacher beschloss, jede Woche nur einen einzigen Hut herzustellen und diesen sehr teuer zu verkaufen. Der Schuhmacher dagegen dachte anders. Warum nicht Maschinen kaufen und mehr Schuhe mit weniger Mühe herstellen? Man musste schon einen neuen Anlauf machen, um die Marktwirtschaftsidee der Bevölkerung in richtiger Perspektive zu zeigen. Nicht nur als Raubtierkapitalismus, nicht nur als Elendsökonomie, sondern als Wohlstandsmaschine. Seine Familie konnte sich zum ersten Mal selbst Schuhe leisten. Seine Nachbarn feierten ihn. Weil seine Ware billiger war, konnten auch sie sich mehr kaufen. Fabriken erweiterten und vergrößerten ihre Produktion, was für alle Menschen mehr Arbeit und mehr Waren bedeutete. Sie wurden gleichzeitig zu erfolgreichen und konkurrenzfähigen Geschäftspartnern der ganzen Welt. Um die Erfolge des Marshallplans zu überprüfen, führen die Amerikaner Meinungsumfragen in der deutschen Bevölkerung durch. Eine Mehrheit lehnt die amerikanischen Vorstellungen von Wettbewerb und Marktwirtschaft nach wie vor ab. Die Amerikaner suchen nach einer Idee, wie man die Widerstände der Deutschen entkräften kann. Dabei stoßen sie auf Ludwig Erhard, der ein reizvolles neues Wirtschaftskonzept vertritt. Die Amerikaner ernennen Erhard zum Wirtschaftsminister ihrer Besatzungszone. Von Anfang an vertritt der deutsche Professor die wirtschaftlichen Grundpositionen der USA. Diese stützen seinen Kurs mit weiteren Marshallplan-Filmen, die speziell auf das deutsche Publikum zugeschnitten werden. Was machst du denn da? Das siehst du ja. Och nö, mit diesen dreckigen Steinen. Was ist das? Dreckige Steine? Ach so, Kohle. Ja, Kohle. Richtige Kohle. Na und? Mein Vater nennt sie schwarze Diamanten. Er sagt, Kohle ist mehr wert als Gold. Na, die übertreibt doch ein bisschen. Mehr wert als Gold? Ach was,
Mein Vater wird schon wissen, warum er das sagt. Er fährt doch selbst als Kumpel jeden Tag in die Grube ein. Zum Herd anheizen braucht Mutter doch auch Kohle. Daran denkt ihr wohl nicht. Hans hat recht. Seine Kohle ist wichtig für uns alle. Also gut, ihr braucht alle unsere Kohle. Aber wir brauchen was zu essen. Und wer gibt uns was, wenn wir Hunger haben? Wir. Ihr gebt uns Kohle und wir euch was zu essen. Unser Hof ist der schönste in der ganzen Gegend und viele hundert Jahre alt. Na, ihr da unten, wie steht's denn bei euch? Was habt ihr denn dafür zu geben? Na, wie wär's denn mit Holz? Mensch, das ist ja prima. Dann haben wir ja alles, was wir zum Leben brauchen. Schon. Aber die Wolle, wo kommt die denn her? Von uns. Wir haben doch Schafherden. Ja, wenn ihr meint, dass dir ein paar Schafherde ausreichen, um alle Leute in Deutschland anzuziehen. Soviel ich weiß, gibt's doch die meiste Wolle in Afrika, Indien und Australien. Prima. Da laden wir einfach unsere Schiffe voll mit Kohle und Maschinen und kriegen aus Indien und Australien Wolle dafür. Mensch, Hartl, sag mal ehrlich, woher weißt denn du das alles? Hm? Sei mal her. Wo gibt's denn das? Wollen wir die Ollen zu Hause auch mal aufklären? Ja! Während Ludwig Erhard zum Wirtschaftsdirektor der Westzonen aufsteigt und im Sinne Amerikas die Marktwirtschaft predigt, beharren die großen politischen Parteien Deutschlands weiter auf einer sozialistischen Wirtschaftsordnung. Selbst in der CDU treten viele für einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung ein. Die Wesensverschiedenheit in der Weltanschauung hindert uns nicht, mit den Männern des Marxismus in gemeinsamer Front zur Wiederaufrichtung unseres Vaterlandes zusammenzuarbeiten. Kein wahrer Christ und kein wirklicher Demokrat kann anders als es bejahen. Tut den Schritt zum Sozialismus. Es gibt einen Richtungsstreit in der CDU zwischen Sozialisierungsabsichten einerseits und nicht sonderlich gut organisierten marktwirtschaftlichen Vorstellungen. Ein Politiker tut sich innerhalb der CDU als Gegner der Sozialisierung besonders hervor. Adenauer war von vornherein dagegen. Für den war Sozialisierung in welcher Form auch immer igitt. Die Politik Adenauers war auf Machtausübung ausgerichtet. Ihm ging es gar nicht um die sozialen Probleme, sondern um die Machtstruktur in der Partei. Adenauer will sich die Gunst der USA sichern. Deshalb verbündet er sich mit dem Mann, der Amerikas wirtschaftliche Position vertritt wie kein zweiter, Ludwig Erhard. Juni 1948. Die Wirtschaftsberater des Weißen Hauses erkennen, dass die Marktwirtschaft in Deutschland nur vorangebracht werden kann, wenn man die grassierende Inflation bekämpft. Eine stabile Währung, so die Hoffnung der Amerikaner, wird den Wirtschaftskreislauf wieder in Gang setzen. Da liegen sie, die deutschen Markscheine. 40 Mark für jeden. Das Startgeld in einen neuen Abschnitt des Daseins. Der erste Schritt zur Schaffung einer gesunden wirtschaftlichen Basis für die drei westlichen Zonen. Seit Kriegsende war kein Ereignis in Deutschland so einschneidend wie die Währungsreform. Keines so bedeutsam für die zukünftige Entwicklung. Wenn es ein neues, gutes Geld gibt, dann wird auch die Ware aus dem Versteck geholt. Dann wird es wieder was zu kaufen geben. Am Tag danach waren die Regale voll. Den Deutschen scheint es, als sei ein Wunder geschehen. Ludwig Erhard, der Wirtschaftsdirektor der Westzonen, hält eine Ansprache an die Bevölkerung. Die Währungsreform wird unsere Lebensmöglichkeiten nicht beengen und erschweren, sondern sie wird uns alle umgekehrt in der Überzeugung festigen, dass ein fleißiges Volk in harter Arbeit trotz aller Widrigkeiten wieder zu neuer Wohlfahrt kommen kann. Aber dass auch kein anderer Weg zu diesem Ziele führt. Die Währungsreform war keine Tat Ludwig Erhards. Die Währungsreform ist eine Angelegenheit, die in besatzungsmächtlicher Verantwortung geschieht. Hat man später gerne vergessen, weil die Währungsreform eine außerordentlich erfolgreiche Angelegenheit gewesen ist. Und dementsprechend hat Ludwig Erhard sie sich nachher sehr gerne auf sein Panier geschrieben. Ludwig Erhard avanciert für die Deutschen zum Vater der Währungsreform.
Bei der Bundestagswahl 1949 gewinnt die CDU mit knapper Mehrheit vor der SPD. Konrad Adenauer wird Kanzler und ernennt Ludwig Erhard zum ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik. Nach der Wahl verkündet Adenauer den wirtschaftspolitischen Kurs seiner Regierung. Die Frage Planwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft hat im Wahlkampf eine überragende Rolle gespielt. Die Zwangswirtschaft werden wir überall dort, wo wir es irgendwie verantworten können, beseitigen. Die Amerikaner haben ein wesentliches Etappenziel erreicht. In Westdeutschland regieren jetzt zwei Politiker, die entschlossen für die Marktwirtschaft eintreten. Frühjahr 1950. Die junge Bundesrepublik schlittert in ihre erste Wirtschaftskrise. Fast 2 Millionen Arbeitslose im Bundesgebiet. Über 300.000 Arbeitslose in Berlin. Das ist das beherrschende Problem des Tages. Stempeln ist wieder das Schicksal viel zu vieler. Überall in der Bundesrepublik kommt es zu Streiks und Demonstrationen gegen die Wirtschaftspolitik Erhards. Die Galionsfigur der sozialen Marktwirtschaft wird zum unpopulärsten Politiker Deutschlands. Erhard hatte einige saure Monate und in der Zeit haben seine alten Freunde in Gänsebein wie Adenauer sogar damit mit dem Gedanken gespielt, ihn wieder rauszuschmeißen. Die Unruhe war außerordentlich groß und wir haben Preissteigerungsraten in den ersten 3 Monaten von 40% pro Jahr und das ist verdammt viel. Washingtons Wirtschaftsberater analysieren die kritische Situation in Deutschland. Ihr Fazit, alle bisherigen Maßnahmen, die deutsche Wirtschaft anzukurbeln, reichen nicht mehr aus. Den Amerikanern war völlig klar, dass ein deutsches Wirtschaftswunder nicht nur aus Marshallplan bestehen könnte und einer höheren Konsumkraft der Bevölkerung. Man müsse deutsche Investitionen fördern, damit das Wunder nachhaltig wird. Gezielt laden die USA tausende deutsche Unternehmer ein, das Wirtschaftsleben der neuen Welt kennenzulernen. Die Deutschen sind beeindruckt von den gewaltigen Dimensionen der US-Industrie und ihrer Massenproduktion. Die Reise nach Amerika erteilt einer ganzen Generation deutscher Unternehmer die entscheidende Nachhilfe in Sachen Marktwirtschaft. Die Deutschen hatten den Amerikanern viel abgeguckt. Wenn ich in meine Verwandtschaft gucke, die Unternehmen hatten und die sind erst nach Amerika gefahren, wie machen die das? Die ganze Kaufkultur und Geschäftskultur und technisch, wie viel Quadratmeter oder welche Quadratmeter bringt so und so viel, welcher so und so viel. In Amerika hat man gesehen, was möglich ist. Nicht nur deutsche Unternehmer lernen das Land der unbegrenzten Möglichkeiten kennen. Auch die Bevölkerung wird durch Propagandafilme mit den modernen Methoden Amerikas vertraut gemacht. Eine besondere Zielgruppe sind dabei die deutschen Frauen. Wo mag die Reise der jungen Leute hingehen? Ins Unglück? Oder ins Glück? Wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, wohin das Schicksal die jungen Frauen führen wird, nämlich in die Küche. Im Durchschnitt legt eine Hausfrau täglich 9 Kilometer in ihrer Küche zurück. In 40 Jahren geht also eine Hausfrau mehr als 3-mal rund um die Erde. Die junge Frau Eva Schmidt, uns schon bekannt von ihrer Hochzeit her, hat moderne Möbel, aber trotzdem. Gestatten Sie, Frau Eva, dass ich Ihre Schrankküche doch noch etwas praktischer einrichte? Später, jetzt habe ich keine Zeit. Ich bin in 2 Minuten fertig und Sie gewinnen dadurch pro Tag eine ganze Stunde. Also gut, los denn. Esstisch, ab mit dir an die Wand. Du bist der größte Unsinn da. Nur erlauben Sie aber mal. Verzeihung, ein Tisch in der Mitte ist aber wirklich der größte Unsinn. Sehen Sie mal, allein im ersten Jahr Ihrer Ehe sind Sie schon hunderte von Kilometern ganz sinnlos darum herumgelaufen. Jetzt aber Schluss damit. So viel ab von den Tischbeinen, Rollen darunter und... Endlich freie Bahn, zum Beispiel zur Speisekammer. Endlich ein geschlossener Teil zum Arbeiten. Und einer zum Essen. Jetzt brauchen Sie keinen Schritt mehr umsonst zu tun, wir sind fertig. Und die Suppe auch. Na, hat sich das Umräumen ein bisschen gelohnt?
Die reinste Zauberei. Von nun an werden Sie hier zaubern. Dreimal schneller werden Sie jetzt mit Ihrer Arbeit fertig sein. Und verraten Sie es all Ihren Bekannten. So kann jede Frau zaubern. Amerikas fortschrittliche Methoden verwandeln nicht nur deutsche Haushalte, sie revolutionieren die gesamte deutsche Wirtschaft. In Rekordzeit entwickeln sich die Vereinigten Staaten zum wichtigsten Handelspartner der jungen Bundesrepublik. Ich bin zuversichtlich, die deutsche Volkswirtschaft enger mit der der Vereinigten Staaten zu verbinden und damit die noch brachliegenden Kräfte innerhalb unseres eigenen Landes der gemeinsamen Sache nutzbar zu machen. Juni 1950. In Korea bricht ein Krieg aus. Sowohl die Sowjetunion als auch die USA greifen in den Krieg ein. Beide Länder rüsten ihre Armeen gewaltig auf. Die Welt steht kurz vor einem dritten Weltkrieg. Doch für die deutsche Wirtschaft ist dies ein Glücksfall. Der Koreakrieg wirkte sich für ein Land, das wie Deutschland überhaupt nicht mit Kriegsvorbereitungen belastet war, das freie Kapazitäten hatte, geradezu wie ein Verkaufsprogramm aus. Überall konnten wir plötzlich Güter absetzen, wo die bisherigen Anbieter durch den Krieg blockiert waren oder Kriegsgüter produzieren mussten. Der Koreakrieg hat das Wunder eingeleitet. Der Koreakrieg ist nicht der einzige Motor des deutschen Wirtschaftswunders. Riesige Kapitalmengen, deren Herkunft niemand hinterfragt, fließen plötzlich nach Deutschland. Die geheimen Geldströme verdanken sich einem Plan, den deutsche Unternehmer am Ende des Zweiten Weltkriegs geschmiedet haben. Unter ihnen auch der spätere Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. 1944 trafen sich Erhard und ein paar andere in Frankreich. Sie waren sich einig, dass Deutschland den Krieg verlieren würde. Sie begannen damit, das Vermögen deutscher Konzerne in die Schweiz zu verschieben. Dies ging aber nur mit Billigung der Nazis. Die sagten, wir stimmen zu, aber nur, wenn ihr auch unser Geld in Sicherheit bringt. Beides, das Geld der Nazis und das Geld der deutschen Industrie, wurden unmittelbar nach dem Kriegsende nach Argentinien geschleust. Perón konnte dieses Kapital für den Aufbau der argentinischen Wirtschaft gut gebrauchen. Es blieb über Jahre dort. Und als die Zeit gekommen war, schleusten es die Deutschen wieder zurück. Zu diesem Zeitpunkt war Ludwig Erhard Wirtschaftsminister. Auch mit diesem hereinströmenden Kapital wurde das deutsche Wirtschaftswunder finanziert. Konzerne finden eben immer einen Weg zu überleben. 1953, Wahljahr in der Bundesrepublik. Die regierende CDU befindet sich im Stimmungstief. Immer noch betrachtet ein Großteil der Bundesbürger die soziale Marktwirtschaft mit Skepsis. Zielscheibe der Kritik Ludwig Erhard. Erhard wurde durchaus heftig bekämpft als Anwalt der Reichen und als einem Mann, der Marktwirtschaft nicht sozial umsetzen könnte. Die amerikanischen Experten raten der deutschen Industrie, nicht nur Werbung für ihre Produkte zu machen, sondern für die Idee der sozialen Marktwirtschaft. Schließlich garantiere ihnen Erhards Wirtschaftssystem größte Profite. Folgsam starten Deutschlands Industrielle unter dem Namen Die Waage eine gigantische Werbekampagne. Sie preist den Bundesbürgern die soziale Marktwirtschaft als Zauberformel für ein besseres Leben an. Sag mal, Fritz, was ist das eigentlich, soziale Marktwirtschaft? Ganz einfach, Otto. Das ist die Form der Wirtschaft, die uns seit der Währungsreform wieder hochgebracht hat. Ja, ganz schön und gut, aber warum ist die denn sozial? Weil wir alle davon den Vorteil haben, auch du und ich. Wieso? Das musst du mir erklären. In der Marktwirtschaft kann ein Betrieb sich nur halten, wenn er sich mächtig anstrengt und immer bessere und billigere Waren herausbringt. Davon haben wir alle den Vorteil. Ha! Falls wir das Geld haben, uns was zu kaufen. Das ist in jeder Wirtschaft so. Nur wer Geld hat, kann kaufen. Nur wer verdient, kann ausgeben. Aber in der sozialistischen Planwirtschaft diktiert der Staat die Preise. Da kannst du kaufen. Was dir von oben zugeteilt wird. Ach. Und das ist wenig und taugt nichts. Und was es frei zu kaufen gibt, ist sündhaft teuer. Man wollte herausstellen, dass wir doch alle in einem Boot sitzen. Das heißt, es sollte der Eindruck erweckt werden, dass der Fabrikant und die Klofrau ein gemeinsames Interesse haben, Wohlstand schaffen, sozialen Ausgleich sichern. Und das war damals das Motto der Öffentlichkeitsarbeit.
Natürlich ist es Unternehmerpropaganda gewesen. Nicht? Man verkauft Marktwirtschaft und verkauft damit auch die Wählbarkeit der Regierungskoalition. Erst seitdem unser Geld wieder Wert hat, können unsere Frauen mit dem Inhalt unserer Lohntüte wieder etwas anfangen. Siehst du, auch das ist in Wirklichkeit eine große soziale Leistung. Naja, hast ja recht, wenn man so alles in allem nimmt. Der Werbefeldzug der Waage bietet der deutschen Wirtschaft eine perfekte Möglichkeit, Erhards unternehmerfreundliche Politik verdeckt zu finanzieren. Die Öffentlichkeit erfährt nicht, wer sich hinter der Waage verbirgt. Diskretion ist alles. Die Waage hat es ausgesprochen geschickt verstanden, den Eindruck der finanziellen Unabhängigkeit zu erwecken. Und zwar der finanziellen Unabhängigkeit sowohl von der Politik, also es wurde immer gesagt, man bekomme kein Geld von der Regierung, als auch von der Wirtschaft. Erhard hat Anregungen gegeben, Erhard hat auf die Entwürfe geguckt, hat sich dafür eingesetzt, die Finanzierung mit zu bewerkstelligen durch Gespräche mit Unternehmern. Im Zusammenhang mit der Wirtschaft und deren Spenden ist ein kleiner Trick angewandt worden. Die Spenden gingen nicht direkt an die Waage, sondern an die Werbeagentur. So tauchen im Vereinsregister der Waage die Zahlungen der deutschen Industrie nicht auf. Und niemand fragt, wieso ihre Werbeagentur einen so großen Etat hat. Auf diese Weise gelingt es der Waage, die immensen Summen, die sie einwirbt, zu verschleiern. Das waren bestimmt an die 6 Millionen, grob geschätzt, die zum Anfang zur Verfügung standen. Denn nur vor diesem finanziellen Hintergrund war es möglich, eine beispielsweise so umfangreiche Anzeigenkampagne durchzuführen und dann auch noch Filme zu produzieren, die dann für die soziale Marktwirtschaft Propaganda oder Public Relations gemacht haben. Hier siehst du Menschen, die von der Arbeit kommen. Durch die falsche Brille gesehen ist das alles nicht so schön. Aus lebensfroher Wirklichkeit wird plötzlich Ärger, Hass und Neid. Aber schau doch genau hin. Hier siehst du Menschen, die ihren Lohn bekommen. Durch die falsche Brille gesehen ist das alles nicht so schön. Trotz lebensfroher Wirklichkeit entsteht dann Unzufriedenheit. Und dieses Unzufriedensein wirkt prompt auf unsere Währung ein. Die Löhne müssen höher sein. Hier sind die Preise dann zu klein. Löhne höher. Preise höher. Löhne höher. Preise höher. Löhne höher. Preise höher. Nein, so geht's nicht. Behalte deinen klaren Blick und bleibe fest und stark. Bewahre deinen klaren Blick und du bewahrst die deutsche Mark. Die Waage war ausgesprochen massenwirksam. Zu Beginn der Kampagne waren die Deutschen mehrheitlich eigentlich gegen die soziale Marktwirtschaft, beziehungsweise waren darüber überhaupt nicht informiert. Am Ende der Kampagne waren die Deutschen entschiedene Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Am 6. September 1953 verhilft die Waage der Regierung Adenauer zur Wiederwahl. Von nun an ist die soziale Marktwirtschaft in Deutschland fest verankert. Ludwig Erhard steigt zum Volkshelden auf. Die Deutschen feiern ihn als den Mann, der das Wirtschaftswunder gemacht hat. Doch in Wahrheit erschafft nicht Erhard das Wirtschaftswunder, sondern das Wirtschaftswunder erschafft die Legende Erhard. In den 50er Jahren ist die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland alles in allem ein Selbstläufer. Es ist überhaupt keine Wirtschaftspolitik nötig. Und wenn keine Wirtschaftspolitik nötig ist, können Sie auch keine großen Fehler als Wirtschaftspolitiker machen. Und wenn Erhard 1950 tot umgefallen wäre, dann hätte sich die westdeutsche Wirtschaft nicht anders entwickelt, als sie sich tatsächlich entwickelt hat. Ein Mensch, wie so die Menschen sind, fühlt sich als Wirtschaftswunderkind. Sieht manchen seiner Träume reifen und meint, er braucht nur zuzugreifen. Doch wer sich bloß an Träume hält, schon bald aus allen Wolken fällt. The German leaders. Die deutschen Politiker wollten nicht daran erinnert werden, dass sie von Amerika abhängig waren. Sie glaubten, alles allein, ohne die Amerikaner geschafft zu haben. Das ist nicht wahr. Was würde Erhard denn heute tun? Auf diese Frage habe ich eine sehr, sehr einfache Antwort. Er wüsste es nicht. Doch die Deutschen verklären nicht nur die Leistung Erhards. Sie überschätzen auch den Anteil, den sie selber am Wirtschaftswunder haben.
Dieses deutsche Wunder entstand in den Vereinigten Staaten. Dort blicken Amerikas Experten voller Zufriedenheit zurück auf das, was sie in Deutschland nach dem Krieg erreicht haben. Auf einmal stand Deutschland wieder auf eigenen Füßen. Das hatten wir in nur 8 Jahren erreicht. Wirklich außergewöhnlich. Die Deutschen haben wieder aufgebaut, sie waren fleißig. Sie hatten Gehorsam gelernt und sie wussten, wie man eine Wirtschaft am Laufen hält. Sie konnten hart arbeiten und wussten, wie man Geschäfte macht. Eine gute Investition. Die Deutschen arbeiteten unglaublich hart in den ersten 8 Jahren nach dem Krieg. Seitdem lassen sie es langsamer angehen. So ist der Mensch, wie man hier sieht, stets selber seines Glückes Schmied. Anstatt mit leerer Hand zu grollen, schöpft er nun plötzlich aus dem Vollen. Schafft, was er will, aus eigener Kraft in der sozialen Marktwirtschaft.